Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin schon mal den Weg vom Schrein bis hier an die Stelle gegangen, wo wir das letzte Mal nach unten gestoßen wurden. Und deswegen werden wir jetzt das Ganze nochmal probieren. Und hoffentlich gegen dieses Konstrukt mehr bestehen. So. Oh, meine Keule ist zerbrochen. Na, großartig. Aber jetzt hab ich dich und nehme mal dein verrostetes Schwert mit. Und die Holzpfeile natürlich auch. Und eigentlich kann ich hier gleich mal fusionieren mit dem Flammenwerfer. Ach, da ist schon Synthese dran. Okay. Na, dann nehmen wir das hier. So. Das sollte das nochmal ein bisschen aufwerten. Und wir müssen eigentlich jetzt dort rüber. Und dort unten ist wieder so ein Oh mein Gott. Okay, Moment. Soll ich versuchen, gegen den zu kämpfen? Ich müsste auf jeden Fall erstmal noch ein Foto von dem machen. So, komm mal her. Oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe. Okay, Moment. Ah, okay, 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 okay. Würfel. Ich kann die auseinanderreißen. Okay, okay. Und dann habe ich noch eine stärkere Waffe. Ja. Okay, Moment. Hast du denn jetzt noch eine Platte? Okay, Moment, hier ist erstmal, ist hier eine Truhe. Da gucke ich erstmal schnell rein, bevor ich dann weitermache. Eine alte Karte, eine Landkarte, die offenbart vor langer Zeit angefertigt wurde. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sich dort wohl nur befinden? Okay, das ist definitiv im Untergrund. Alles klar, warte mal. Ich krieg aber deine Dinger dort nicht rausgezogen. Vielleicht sollte ich doch den Steinhammer nehmen. Okay, was bist du jetzt wieder? Okay. Alpha-Block-Konstrukt. Und damit haben wir das aber auch besiegt. Sehr cool. Oh mein Gott, was hast du alles hier fallen lassen? Okay. Oh mein Gott, was habe ich denn noch für eine gute Waffe? Ich habe hier ein Sonanium-Schwert. Kann ich das damit fusionieren? Jawohl, das steigert gleich mal um 13 die Angriffskraft. Da bin ich jetzt bei 19. Sehr cool. Okay. Gut, das Problem ist, wie kommen wir hier wieder runter? Beziehungsweise, wie kommen wir hier wieder weg? Wir müssten ja, eigentlich müssten wir ja dort hoch, ne? Beziehungsweise dorthin. Okay, warte mal, vielleicht kommen wir hier drüben weiter. Dann haben wir unser erstes Alpha-Konstrukt. Unser erstes Alpha-Konstrukt,
besiegt. So, jetzt müssen wir mal schauen, komme ich hier nach oben. Ah, hier, da komme ich nach oben. Okay. Wunderbar. Da muss ich nämlich hin. Ich muss nämlich zu dem Schiff. Und weiter nach oben krabbeln. So. Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Die Wand dort oben muss definitiv weg. Sonst komme ich hier nicht weiter. So. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich... Oh, da drüben ist noch was. Dort drüben ist noch was. Ist hier ein Krog? Könnte sein, oder? Ah, das sind so eine Fliegeviecher. Mal gucken, dass ich hier reinkomme. Wunderbar. Die Kiste nehmen wir definitiv auch mit. Und da gibt es Holzpfeile drin. Jetzt nicht so... Nicht so berauschend, muss ich sagen. So, die Axt schwingen wir einmal hier. Haben wir noch ein paar Holzpfeile. Ansonsten nichts weiter hier. So. Okay, ist ja gut. Gebt mir lieber eure Sachen hier. Ein Kakuda-Flügel. Der große, aber leichte Flügel eines Kakuda. Eine an Waffen und Pfeilen befestigt, lässt er sich beim Werfen bzw. Abschießen weiter fliegen. Ey. Sehr gut gemacht, Hulin. Sehr gut gemacht. So, dann würde ich sagen, wir müssen hier nach drüben. Und da können wir ein neues Trampolin aktivieren, beziehungsweise so ein weiteres Schiff. Damit es immer weiter nach oben geht. Da sind noch mehr so eine Fliegeviecher. Gut. Eins haben wir platt gemacht. Okay, jetzt wahrscheinlich hier rüber. Und dann darüber. Ja. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Okay, gut. Immer noch meine Axt. Da gibt es sogar noch einen Kochtopf. Oder beziehungsweise eine Feuerstelle. Okay. Sehr gut. Du machst das tun. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts machen. Okay, warte mal. Kann ich hier nach oben sogar? Nee. Oh Gott, komm, komm, komm. Boah, gerade so geschafft, Link, ey. Boah, heftig. So, die Flügel haben wir. Da geht's nicht weit. Oh, da kämpfen welche. Hm, die sehen uns aber noch nicht, ne? 9 Bomben habe ich noch. Was macht denn dieser komische Pilz da? So, warte.
Warte, 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 warte. Ich hab doch hier so eine. Hab da hier so eine coole Waffe. Sehr schön. Das war nur ein Schild, das sind Pfeile gewesen. So, das hier, Hartholzstock. Möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. So, die Frage ist, gibt es dort oben noch irgendwas? Wir gehen einfach mal nachschauen. Wir haben ja die Möglichkeit, hier einmal durchzugehen und zu gucken, was es hier oben gibt. Okay, von da sind wir gekommen. Da ist nichts weiter. Also müssen wir jetzt hier nach drüben. Okay, wer hat uns gesehen? Du hast uns gesehen. Dann zerleg dich mal in deine Einzelteile. Nehmen wir aber alles mit von euch. Okay, warte mal, da kommen wir nach drüben. Ist da ein Diamant oder was? Ne, nur ein Eis, eine Eisscholle. Was schmeißt denn hier so eine Bombe? Oh mein Gott. Okay. Hey. Oh Mann, was war das denn? Herrlich. So, eine Sonaniumlanze, verrosteter und den Konstruktorbogen. Nee, ich brauche den Wind noch nicht. Ich brauche den Wind nicht, mein Guter. Okay. So, mal die Bombe dort reinschmeißen. Die das ganze Ding kaputt macht. Kommen wir hier unten rein. Und da ist eine Truhe, die holen wir uns. Sehr schön. Große Sono-Energiesphäre. Und einmal durch den Boden kommen wir wieder zurück an die Stelle, wo wir waren. Okay, warte mal, hier sind Ballons. Also ich könnte jetzt theoretisch gesehen mit dem Ballon nach oben fliegen, wenn ich das richtig sehe. Weil ich muss eigentlich da nach drüben. Okay, das heißt, ich muss bauen hier. Hab gar keine andere Wahl. Das nehme ich mit. Und das kommt hier rein. So, verbindet. Muss ich schauen. Ich muss eigentlich dort rüber, ne? Ja. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Nee, das klappt auch wunderbar, sehr gut. Einmal Wandsprung und einmal hier nach unten durch. Und ich verschmute mal ganz stark, dass ich wahrscheinlich schon den einen oder anderen Krog verpasst habe. So, wo sind wir jetzt? Da ist wieder so ein Trampolin. Aber wir nähern uns langsam dem Schneesturm, oder? Dem Schneesturm langsam, beziehungsweise dem Mittelpunkt. Da
ist nichts oben. Da könnte vielleicht noch was sein. Ja, wir fliegen mal hier rüber. Da ist nämlich noch eine Truhe. Sehr gut. Die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Gibt sehr viel Truhen hier auf dem Weg. Oh, Zeitbombe. 5-mal. Sehr schön. So. Einmal hier unten durch das Loch. Und hier oben haben wir sogar noch einen Schrein. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Mir macht das nichts aus. Aber was ist mit dir, Link? Schützt dich, sonst erfrierst du. Hier komme ich wieder so nicht hoch. Nee. Das Problem ist... Warte mal, hier kann ich Ausdauer regenerieren. Das ist sehr gut. Okay. Okay, puh. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, sonst falle ich wieder runter. So, einmal hier rum. Und einmal hier hoch und hier oben ist ein Krog. Aber sowas von. Wusste ich doch. Du hast mich gefunden. Hier, nimm meinen Kackhaufen und freu dich. Tschüssi. So, den Stein schmeiße ich mal nicht auf die. Und da haben wir noch einen Schrein. Sehr schön. Gut. Und den werden wir noch in der Folge heute machen. Den Kahatana-Umschrein. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Schrein, um hier ums nackte Überleben zu kämpfen, denke ich mal. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Nee, das ist nur ein Segensschrein. Raurus Segen. Sehr gut. Das ist bestimmt, weil wir das ja erreicht haben, oder? Große Sonai Energiesphäre oder Sonau. Ich sag meistens Sonai, weil ich glaube, die heißen auch Sonai. Aber das ist definitiv ein geschenktes Segenslicht hier. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Nimm dieses Segenslicht und es möge dir Kraft schenken. Sehr gut. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja, das kennen wir. Gut, dann geht's weiter in den Sturm herein. Also das ist so richtig geil gemacht mit dem Untergrund, mit der Wolkenwelt und mit dem normalen Hyrule. Es gibt halt so viel zu erkunden. So, warte mal, von da sind wir gekommen. Wir müssen jetzt dort rein. Okay, aber wo genau müssen wir jetzt hin hier? Müssen wir bis dort rüber? Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Aber wir schaffen es. Okay. Gut, so knapp ist es dann auch nicht geworden, wie ich mir das gedacht habe. Oh, der Schneesturm wird... Der Schneesturm wird heftiger. Okay. Es sind verschiedene Boote. Mal bitte hier rüber. Ja, wir sind auf jeden Fall auf Höhe des Sturms.
ist. Und die Frage ist, wo müssen wir hin? Und die Dinger bewegen sich. Die Dinger bewegen sich, ja, auf das komme ich nicht mehr so richtig. Vielleicht kommen wir ja auf das hier. Vielleicht kommen wir ja auf das. Okay, wir sinken ganz langsam. Sehr gut. Jetzt hier rüber. Wir müssen auf jeden Fall immer höher. Sehr schön. Ich glaube, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Aber es geht noch höher, alles klar. Es geht sogar noch höher. Aber hier wird schon heftig, ne? Okay, nee. Ich muss nochmal runter hier. Nein. Gibt's da nicht. Oh Gott, das war echt knapp, ey. Ich komme hier wieder nicht hoch. Kann ich mich hier... Ja, ich komme hier durch, alles klar. Alles klar. Ich vermute mal ganz stark, wir müssen hier rein. Ich vermute mal ganz stark, wir müssen hier rein. Jawohl. Der Windtempel, die legendäre Himmelsarche. Und es gibt Dungeons in Tears of the Kingdom. Sehr geil. Okay, Moment, ich habe hier gerade irgendwo eine Truhe gesehen. Aber keine Ahnung, ob wir uns die als erstes anschauen sollten. Und was bitteschön ist das dort? Eine Kanone. Okay, Windtempel, Erdgeschoss, Hebraberge, Himmel. Das war es also, dass wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelsarche aus dem Kinderlied. Hm? Das ist Zelda. Oh, was? Gag! Was sehe ich? Das ist der Beweislink. Der Schneesturm, unter dem das Dorf so leidet hat, kommt von dort. Achso, war dort nicht vor ein paar Augenblicken noch eine Gestalt zu sehen? Und komisch, gerade ich doch genau da jemanden gesehen. Ich hätte schwören können... Gut. Einmal untersuchen, oder? Ich würde sagen, komm, das machen wir noch, ja. Damit haben wir diesen Teleporter freigeschaltet. Sehr gut. Was ist los? Die will nicht aufgehen, aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Ja, hörst du? Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre,
Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Und damit haben wir die Karte. Ich weise dir den Weg. Der Himmelsarche. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich, ganz klar. Was immer auch das Dorf mit Stürm die sagt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme. Wir sind schon so nah am Ziel. Komm, Link. Wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Super, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part diesen Tempel an. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, habt euren Spaß und seid genauso gespannt, was sich hinter dieser Luke befindet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.